ich dir mal was sagen? Ja. Bei dem Großprojekt sind es nur noch knapp 310 Tonnen für Legierung und dann sind sie durch. Aha. Läuft. Dann kannst du Metall weitermachen. Ja. Dann machst du noch die TV-Geräte und du hast das Ding alleine geschmissen. Und ich stelle dann die Arbeiter mit 200.000 Einwohnern. Super. So, jetzt wandeln sie 10 weitere Unternehmen zu Omega-Franchises. Verlieren sie keine Omega-Franchise-Nehmer. Das sieht scheiße aus. Ich glaube, das wird nichts. Die Quest hatte ich schon mal. Die habe ich beim letzten Mal schon elendig versaut. Ich hab dann kaputte. Oh, ich hab 9 kaputte Gebäude. Und einen Haufen Penner. Fehlende Arbeit. Zu hohe Steuern. Ich wollte mich doch verarschen, oder? Die im Megaturm, die suchen uns verrecken Leute und ihr sagt, zu fehlende Arbeit? Was passt denn da jetzt nicht zusammen? Na, irgendwie ist das so teilweise. Oh, mein Upgrade ist fertig. Yes! Ja, teilweise ist es immer ziemlich stark verkorkst. Ja, teilweise kommt es mir so vor, als ob die einfach nur irgendwas sagen, damit sie was gesagt haben. Die wollen sich einfach nur wichtig machen, das ist alles. Genau. So, was baue ich jetzt? Baue ich jetzt die Roboterabteilung oder baue ich die Förderabteilung? Ich glaube, die Förderabteilung brauche ich jetzt eigentlich im Moment nicht, also baue ich einfach mal stumpf die Roboterabteilung. Zack. Meine Parketage ist noch im Bau. Oh. Warte mal, mein Megaturm macht 6000 plus, der macht 22.000 plus, der macht 11.000 plus und der macht 16.000 minus. Ach, schöne Scheiße, mir geht das Erz aus. Eigentlich könnte ich ja den Megaturm hier komplett abreißen. Ah, 2100 plus auf einmal. Oh nein, die Straßen Boah, sind dicht. Das sieht geil aus, wenn da auf einmal so ein Megaturm zusammenfällt in sich. Wenn du den abgerissen hast. Hast du gerade eben? Jo. Der da eh scheiße lief. Was will ich denn mit dem? Okay. Ja, die Skybridge ist auch gleich verschwunden. Finde ich gut, dann muss ich die nicht noch abreißen. Wohin fahren die alle? Jetzt habe ich zwar auf Einschlag 20.000 Einwohner weniger, aber. So. Ich will nicht Dr. Wu bauen. Ich habe versehentlich auf Mach ich geklickt. Weg mit der Scheiß-Quest. Da sind alle meine Bewohner unglücklich. Weil du die Quest weggeschossen hast? Nee, wenn ich so ein Ding baue. Ah. Unzufriedene Bewohner der Apartment-Etage. Wir haben keine Arbeit und müssen demnächst raus. Ja. Und patsch. Quest versiebt. Nee, Etage geschlossen. Nicht Quest versiebt. Nee, ich habe eine Quest versiebt. Fügen Sie eine Omega-Kurzzentren Drohnenförderband hinzu, liefern Sie Prozessoren an die Fabrik und beginnen Sie mit der Drohnenherstellung. Ah, jetzt wird's teuer! Die wollen ja leben, sonst gehen die. Aha. Oh, scheiße! Erdbeben! Wo? Wo ist das Epizentrum? Nein! Nicht an meiner Ölquelle! Och, Scheiße! Ach Mann, ficken. So ein Schrott. Nee. Na, super. Na, dann kann ich die Ölquelle jetzt neu aufbauen. Ich hab's ja. Omega entdeckt. Alle Sims müssen vom Wunder des Omega überzeugt werden. Die Omega-Herstellung ist eine Produktion. Das ist eine Produktionsfabrik notwendig. Mhm. Ah ja. Nein. Omega ist total scheiße. Will ich auch nicht machen. Dann ist gut. Dann ist Omega total klasse. Und du hörst mir endlich mal auf, die LKWs zu schicken. Meine Stadt geht wach runter deswegen. Ich hab sie doch schon. Ich schick sie doch schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ja, und die Gebäude, die bauen sich immer neu auf und wollen dann wieder Omega haben. Ich schick dir aber wirklich schon seit geraumer Zeit schicke ich dir schon nichts mehr rüber. Darum habe ich jetzt letztens auch noch ein paar LKWs rumfahren sehen mit deinem komischen Omega-Zeug. Was kann ich denn dafür, wenn der Server so auf dem letzten Stand ist? Der aktualisiert das einfach nicht. Ja.
Super. Ja, aber meine Leute brauchen Jetzt ist hier. der Server wieder schuld. Ja, sicher ist der Server schuld. Was denn sonst? Entenarsch hier auf der Autobahn. Aber wenigstens kein Stau. Also egal wie ich es mache, meine Stufe 3 Leute sind unzufrieden. Ja, Was ist denn das hier für ein Gebäude? deswegen hole ich mir im Moment auch noch keine. Nicht genügend Abnehmer. Ich brauche Öl. Wozu habe ich denn drei Megatürme, wenn die keine Ware abnehmen? Oder eine Megaturm, der läuft richtig gut, ey. 57.000 plus. So muss noch mal. Oh, Scheiße. Ich brauche Öl. Dringend. Warum? Hier, komm, Omega-Fabrik, gib mir das Öl fürs Stromkraftwerk. Ich brauche doch gar kein Öl im Moment. Ein Forschungsprojekt, sagt die Akademie. Ja und? Ist das mein Problem? Ständig sind die Leute hier unzufrieden im Megaturm. Da kommt Öl. Da hinten ist noch mehr Öl. Da hinten ist auch Öl. Oh, wir brauchen dringend Arbeit, sonst gehen wir. Ja, dann geht auch hier geschlossen. Genau, kommt zu mir. Meine Omega-Fabriken haben immer Arbeit. Der Turm macht sogar Minus hier. Oh, kommt schon, lass die Öl. Fahrer durch. Scheiße. Ich kann hier jetzt schlecht einfach mal wieder ein neues Kraftwerk bauen, nur damit ich kurzzeitig Strom habe. Das bringt doch auch nichts. Ey, jetzt lass die doch mal da vorne durch. Wellenkraftwerk-Petition im Bau genehmigt. Aha. Hast du was Neues geforscht? Hä? Was? Wann? Wie? Wo? Wen habe ich geforscht? Das Wellenkraftwerk ist jetzt hier gerade eben bei mir angekommen. Oh, das habe ich auch schon vor längerer Zeit geforscht. Ah, okay. Da Brauchst du es? jetzt. Nö, eigentlich nicht. Wenn, dann brauche ich sowieso dieses Netzzeugs da erstmal. Ja. Ja! Ich habe wieder Strom. Ich glaube, ich habe wieder Strom. Ich habe Ja! wieder geregelte Steuern. Was habe ich schon wieder diese scheiß Schwebebahn abgerissen? Dann lass sie doch einfach mal weg. Nee, will ich aber nicht. Wenn er sie eh schon die ganze Zeit immer abreißt. Ja, aber versehentlich. Weißt du was? Ich werde mich sowas von bei dir rächen, wenn wir Battlefield spielen, ey. Da kommt die Rache sowas von zurück, ey. Oh, Das weia. schwöre ich dir aber. Ich seh's kaum, ich seh's kaum. Das ist dann Ja. bitte richtig böse. Weißt du, wie wir es da machen? Ich spiele mir dann das Einsatzschild frei. Und immer wenn du dich hinter mir verstecken willst, wenn ich das Einsatzschild draußen habe, nimm es einfach weg und lass dich abknallen. Oh, richtig fies. Ah ja, voll, ne? So, strommäßig läuft das jetzt hier endlich mal. Oh ja, da Ey, wenn ich kommt jetzt noch. wenigstens Kohle hätte, würde ich sagen, komm, ich baue die Stadt nochmal neu auf, weil irgendwie läuft es hier absolut nicht mit der Stadt. Wieso, wie viel Geld hast du jetzt im Moment? Macht 300 minus, aber ich weiß gar nicht, woher das alles kommt. Eigentlich müsste ich die Megatürme komplett abreißen. Einmal abreißen und komplett neu aufbauen, die Megatürme. Warte mal, wenn ich jetzt die Megatürme abreiße, nur mal so. Ich muss die eh abreißen, weil die jetzt alle mit Omega verseucht sind. Was heißt hier mit Omega verseucht? Ist der Ich muss Balken. es die, muss es die Megatürme abreißen. Der Tower ist, ich meine, der Balken ist doch eh nicht voll, oder? Von der. Naja, fast. Sagen wir es mal so. Da habe ich die Megatürme abgerissen. Toll, jetzt mache ich immer noch Minus. Das Video gespeichert unter? Hä? Was will der denn? Was für ein Video gespeichert? Also, du kannst auch Ingame-Videos aufnehmen, wenn du irgendeine Taste drückst, aber frag mich nicht, welche, ich habe keinen Plan. Welche Taste soll ich denn gedrückt haben? Weiß ich nicht. Muss man 20% Steuern machen.
es ist immer noch hier. Alles habe ich denn jetzt hier wenigstens wieder. So, ja, das Ölkraftwerk, das läuft jetzt wenigstens. Okay. Ich muss mir jetzt irgendeine Spezialisierung suchen. Wieso hast du keine? Moment. Nö. Ich hab gar keine. Auch meinst du, wo kämpfe ich immer um die Kohle? Also diesmal habe ich die ja schon mal ein bisschen finanziert. Also nicht wie bei uns im Testgame, da hast du ja Geld ausgegeben für andere. Ja, da habe ich dich, glaube ich, insgesamt mit 100... wenn ich jetzt alles zusammenzähle, habe ich, glaube ich, für dich 3 Millionen ausgegeben. Ja, das kann sehr gut sein. Was mir sehr oft Geld zugeschustert hat. Ja. Dafür scheint es jetzt hier ausnahmsweise jetzt mal gut zu laufen. Ich weiß gar nicht warum. Lief doch vorher sonst immer relativ scheiße. Aber nein, dieses Mal läuft es eigentlich recht gut. Ihr müsst rein theoretisch wieder auf Casinos gehen. Ich brauche noch das einer. Ist das Einzige, was? Was mir gerade einfällt. Ich muss auf Casinos gehen. Das ist das Einzige, was mir einfällt, was Kohle macht. Ja, wäre auch eine Alternative. Weil mit Casinos kann ich es ja. Ist ja eigentlich raus. 3. Anders wie du. Ah, besten Dank. Nur schade drum, dass ich jetzt die Megatürme habe abgerissen. Aber es blieb mir anderes übrig. Ja, die kannst du ja zur Not wieder aufbauen. Ja, wenn ich eine Casino-Stadt habe, die dann dick plus macht. Nö, dann stört das dich ja auch nicht mehr. Ne? Eben, dann kannst du sie ja auch wieder aufbauen. Ja. So, jetzt wird's teuer. Ach du mit deiner scheiß Mission, geh mal weg hier. Alle mal weg mit dir, mit eurer Mission. Keine Zeit dafür, kein Geld, kein gar nichts. So läuft das hier. Oh, oh. So, Glücksspiel. Wenn ich nämlich die Glücksspielzentrale gebaut habe, dann kann ich nämlich auch die großen Casinos endlich bauen. Und die bringen dann die richtig gute Kohle. Da eins. Boah, scheiße, das lohnt ja gar nicht. Fuck, was habe ich mir dabei denn jetzt gedacht, das Ding da hinzubauen? Wahrscheinlich habe ich gar nicht gedacht. Aber nur dahingestellt, weil es gerade lustig aussah. Was du nicht denkst, hat man öfters. Na. So. Gerne doch. Ja, danke schön. Braucht mehr Touristen. Warte mal, erstmal den Hafen wieder anmachen, damit die Touristen wieder reinkommen. Dann so eine komische Tourismusattraktion aufbauen, damit mehr Touristen herkommen. Dann baue ich mir das Ding hin. Diesen komischen Penis hier. So. Den verlassenen Gebäude bei plus 20% Steuern. Wenn ich jetzt wenigstens eine Million oder so hätte, dann würde ich sagen, komm, scheiß drauf, ich baue die Stadt einfach nochmal neu auf. Und nicht mal das habe ich. Ich habe gerade mal 223.000 und ich kämpfe jetzt hier auch gerade, weil aus irgendeinem Grund kriege ich keine Ressourcen mehr rein. Und ich habe keinen Plan, warum. Selbst bei mir auf dem Weltmarkt, das funktioniert gerade so gut wie gar nicht. Das bleibt, also wenn irgendwas über die Stadt reinkommt, dann bleibt es meistens im Verkehr jetzt kleben. Auf der Autobahn. Das ist... Ich muss erstmal hier dick Kohle schaufeln. Weil dann könnte ich nämlich sogar sagen, wenn ich jetzt nämlich so eine Mille oder so hab, dann könnte ich nämlich sagen, ich reiß nochmal die komplette Stadt ab und baue sie nochmal komplett neu auf. Das ist dann wirklich das Äußerste, was ich da machen kann. Weil ich glaube, ich habe die Stadt wieder komplett falsch geplant. Das kann natürlich auch sein. Weil irgendwie bin ich jetzt. Ich habe mich eigentlich mit der Stadt in eine Sackgasse verfahren, weil ich komme hier eigentlich nicht mehr aus der Sackgasse raus. Das ist gerade das Problem. Ich verkaufe Strom an dich? Ja. Achso. Kauf alles. Ja, im Moment habe ich da eh mehr als genug, von dem her ist es nicht so schlimm gerade. Weil da würde ich nämlich auch sagen, ich würde die Stadt nämlich erstmal kurz offscreen dann irgendwann mal weiterlaufen lassen, damit mal Kohle reinkommt. Wenn immer Kohle da ist, dass man dann nämlich dann sagen kann, okay, man macht die Aufnahme jetzt weiter. Weißt du, wie ich meine? Mhm.
dass man halt so einen kleinen Cut setzt, aber ich will nicht schon wieder einen Cut setzen müssen, weil ich vergesse ich nachher beim Schneiden wieder alles und dann ist die Folge wieder komplett asynchron. Was für ein Teufelskreis. Ich kenne mich. Also bisher lief es eigentlich bei mir recht gut. Aus irgendeinem Grund habe ich jetzt hier wieder einen Schnitzer drin. Und ich glaube, es liegt einfach nur daran. Ich meine, Leute, die sind so unzufrieden. Das ist mir jetzt aber scheißegal. die Akademie, die will ich ja dann weitermachen. Also, das ist, wird so meine Spezialisierungsrichtung sein, weil den Rest kann ich ja eh nicht machen. Also, ne? Ja, könntest du zwar schon, aber. Ich habe gerade ein riesengroßes Problem. Mein Omega geht gerade hier den Bach runter, weil. Aus irgendeinem Grund ich keine Zulieferungen bekomme. Krieg keine Zulieferung von rein gar nichts. Das ist extrem scheiße gerade. Das Problem kommt mir bekannt vor. Das hatte ich in meiner anderen Teststadt auch. Weißt du, was wir auch machen? Oder weißt du, was wir auch machen könnten? Was denn? Ich meine, wir haben jetzt eine Stunde 40. Wir könnten doch eigentlich mal einen Cut setzen, oder? Theoretisch so, ja. Aufnahmestopp. Insgesamt sind wir dann auf 2 Stunden schon wieder. Ungefähr, ja. Ich meine, es reicht doch erstmal, oder? Im Prinzip ja. Wenn ich mir überlege, ja, dass ich jetzt erst anfange, die ersten Folgen hochzuladen, also ich bin genug im Vorlauf. Ja, ich eigentlich auch. Wir können ja trotzdem nochmal irgendwann, jawohl, nächste Woche wird es ja wahrscheinlich erstmal zum City weitergehen, denke ich mal, zum Aufnehmen, weil wir können ja diese Woche mal entweder, wenn du dich vielleicht bis dahin durchringst, Battlefield zu kaufen, können wir Battlefield machen oder wir machen Weapons oder so. Mal so eine Battle-Folge. Boah, da fällt uns schon was ein. Ja, so Let's Skip aufs Maul und so. Genau. Let's Rage. Oder irgendwie sowas. Ähnliches. Du bist der Künstler für die Namen. Ich bin der Namenskünstler? Ah, dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, ich lasse mal die Welt noch weiterlaufen und nicht wundern, dass in der nächsten Folge dann die Stadt komplett abgerissen ist, weil das mache ich dann auch gleich noch. Okay, und ich werde dann jetzt hier an, an dieser Stelle, weiß gar nicht. Ja, ich glaube, da mache ich jetzt hier mal einen Cut. Mein, na gut, du kannst ja die Welt noch weiterspielen lassen, so. Nein, also ich glaube, je mehr ich sie jetzt hier weiterlaufen lasse, umso größere Probleme kommen auch gerade. Oh, Drohnen im Akkord. Also, ja. Weil ja, ich habe jetzt 500.000. Bei einer Mille würde ich dann sagen, alles klar, jetzt hat man genug O30 verlassene Gebäude. Gehen wir die mal suchen. Ja. Also ich denke mal, ich werde das aus meiner Sicht dann hier gleich mal einen Cut machen. Und dann geht's halt in einer anderen Folge weiter. Oh, ich reiß jetzt hier noch die letzten Trümmer. Blöd, dass es jetzt so gelaufen ist, aber gut, kann man ja nichts machen. Doch, du, kann man halt nicht ändern. Ist halt, ne? Wenn halt Scheiße passiert, dann passiert halt Scheiße. Aber dann beim nächsten Mal kann man es dann ja wieder rausreißen. Ah, jetzt fliegt mir hier schon wieder so eine abgefuckte Dingens hier. Ja, komm, geh hoch, mach Peng. Geh doch einfach kaputt. Na also, es geht doch. Ich nehme auch noch durch mein Glücksspiel einen Haufen ein. Hast du schon angefangen bei dir jetzt da so was da noch aufzubauen? Ja, damit ich die Zentrale bauen kann, damit ich später gleich mit großen Casinos weitermachen kann und mich nicht mit diesen kleinen Dingern da abgeben muss. Okay. Wo sind die Trümmer? Ich sehe ja gar keine Trümmer. Da ist ein Trümmerhaufen. Naja, dann sage ich jetzt mal aus meiner Sicht auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Jo. Und ja, dann bye bye. Denk mal, ich werde mich dann jetzt hier auch da anschließen, wenn ich jetzt hier gleich mal den letzten Trümmerhaufen irgendwo... Da ist er. Ha! Wunderbar, gefunden. Gut, dann mache ich jetzt hier auch einen kleinen Break und boah, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession dann bald wieder. Also morgen. Thank you.
Ready, aim, fire!